mitschleppen und mittragen an den Leser, an den Rezipienten. Ja? Gut, das muss ich schon sagen, obwohl die Zeit ein bisschen rennt, die Freiheit des, nein, bleiben wir beim Wille zum Sinn. Wille zum Sinn im Sinne der Logotherapie ist ja ganz, ganz frappierend wichtig, alleine schon, wenn wir nur das herausnehmen, ja? Etwas, was das Selbst nicht nur als Selbst beschreibt, also das Ich, ja, sondern das Ich in Bezug zu etwas, zur Welt, ja, und noch interessanter, nicht nur zur seienden Welt, sondern auch zu dem Sein Könnenden, nicht? Das ist ja sozusagen Sinn, Möglichkeiten erfassen, heißt ja das Erfassen, was noch nicht ist, aber sein soll, ne? Also das ist immer in Bezug zur Welt gedacht, und Sinn des Lebens ist die Welt, ja. Nun, wie ich sagte, Frankl hat früh, und die Logotherapie hat früh, und ich hoffe, sie behält sich das bei, die offengelegt, inwieweit sie sich bewegt, und das ist kursiv gedruckt im ersten Satz, im Grenzgebiet zwischen Philosophie und Psychotherapie, im Grenzgebiet zwischen weiterfassenden Wissenschaften und der Psychologie. Und das lässt sich etwas vereinfachen, die damit einhergehenden Fragestellungen lassen sich wie folgt vereinfachen. Ja? Wenn ich von Willensfreiheit spreche, oder wenn Frankl dies tut, ja, dann spricht er auf der einen Seite vom Willen zu etwas und auf der anderen Seite in gewisser Weise von der Freiheit zu etwas gegenüber etwas. Und wenn er das macht, dann ist Willensfreiheit quasi einerseits eine Motivationstheorie, was will der Mensch, was will ich eigentlich? Ja? Zweitens, würde der Mensch wirklich frei sein, hätte das immense Implikationen auf das Menschenbild, das Modell des Geistes des Menschen. Warum? Frei sein bedeutet nicht verursacht. Und nicht verursacht bedeutet sich eigentlich a priori entziehen, ja, dem Zugriff einer Kausalerklärung. Wissenschaft ist Kausalerklärung. Wissenschaft kann nicht sagen, und dann passierte das. Es muss, Wissenschaft will, soll erklären, das ist das Wesen der Erklärung, ja, bestimmte Faktoren benennen, aufgrund derer wir vorhersagen können, wie sich etwas oder in dem Fall jemand verhält. Ja. Freiheit ist der große Spielverderber sozusagen einer Letzterklärung, einer Enderklärung. Ja. Nun, die wenn wir jetzt mal ganz kurz sozusagen Rückschau halten, dann zeigt sich, wie eng das verbunden ist. Für Freud war die Luststrebigkeit das Um und Auf, das sozusagen Alpha und Omega menschlichen Erlebens und Verhaltens, ja, und Motiviertseins. Adler das Geltungsstreben, die Verhaltenstherapie, Lerngeschichte. In der neueren Zeit ist es die Amygdala, also ein Areal, was sozusagen im Gehirn belohnt und nicht belohnt oder bestimmte gute Gefühle gibt. Ja. Das ist alles, wie gesagt, richtig. Alles beschreibt etwas am Menschen. Das Problem ist nur, dass genau genommen diese Dinge nicht etwas am Menschen beschreiben, sie beschreiben den Menschen als etwas. Und zwar in dem Moment, wo man sagt, oder wo die Vertreter dieser Theorien behaupten, dass das Exklusivmodelle sind, dass man damit alles erklären kann. Ja? Und wir alle kennen diese Sätze von Sigmund Freud, Frankl hat es oft zitiert, Schizophrenie, Dichtkunst und Religion seien nichts anderes als halbwegs anständige Weisen, mit überschüssiger Libido umzugehen. Der Reduktionismus, der da drinnen steht, ja? Religion und Dichtkunst und eine psychische Erkrankung sozusagen auf eine Ebene runter zu projizieren. Denn all dies ist Ausdruck eines inneren Ungleichgewichtes. Überschüssige Libido, Realitätsprinzip macht so, und irgendwo muss sozusagen die Kraft, der Dampf sozusagen austreten, ja, und dann tritt halt einmal als Dichtkunst und einmal Schizophrenie und einmal als Religion aus, ja. Wenn man ein orthodoxer Adlerianer ist, von denen es Gott sei Dank, die modernen Adlerianer sind uns sehr wohlgesonnen, aber es gibt immer noch Orthodoxe, dann ist Politik nicht etwas, das ich Macht habe, um etwas zu bewirken. Nein, ich brauche irgendein Alibi, etwas zu bewirken, um meine Macht Bedürfnisse zu erfüllen und so weiter und so weiter. Ja. Nun ist es so, bleiben wir beim Wille zum Sinn, weil das sozusagen ein paradigmatischer Fall ist, der, ich glaube, heutigen Herausforderungen für die Logotherapie. Baumeister und Voss, und die Psychologen unter euch werden wahrscheinlich beide Autoren kennen. Baumeister, Roy Baumeister, ist in der University of Florida ein sehr, sehr arrivierter, sehr berühmter und wichtiger Kognitions- und Sozialpsychologe. Schrieb im neulich bei Oxford University Press, neulich in der nächsten Auflage erschienenen Buch, im Handbook of Positive Psychology, dass Sinn, Purpose and Meaning, ja, auf einmal auftaucht in der wissenschaftlichen Landschaft.
Und Baumeister, mit Ideengeschichte ein bisschen vertraut, schreibt weiter: Psychologen haben langsam aber sicher verstanden, haben langsam sicher begonnen, Sinn im Leben zu untersuchen. Und er sagt weiter, die frühen Arbeiten Frankls haben betont, wie wichtig das ist. Ja? Und seine Arbeit war eine couragierte, also eine mutige Rebellion gegen Behaviorism und Psychodynamik, die damals so omnipräsent war. Ja? Und dieses Werk war für eine lange Zeit isoliert, stand alleine da. Ja? Eine sehr ähnliche Stimme kommt von Damon Manon Brock, und ich weiß nicht, wer sie kennt. Es gibt in Stanford, was eine bessere Universität ist, mit einem herausragend guten Psychologie-Department, eine Forschungsgruppe, die ebenso arbeitet über Sinn, über Meaning and Purpose. Die Amerikaner unterscheiden das ganz, oder nennen ganz gerne beides. Ja? Und sagen, zusammengefasst, im Grunde genommen, diese Ideen von Frankl wurden zwar wahrgenommen, ja, aber es war für die Amerikaner eigentlich eine weitere seltsame Stimme aus Europa. Ja. Aus Europa kam Heidegger, Binswanger, Jaspers, alles sehr schwer zu verstehen, ja, und auch noch schwieriger zu übersetzen und folglich noch schwieriger zu verstehen, vielleicht für etwas pragmatisch orientiertere Amerikaner. Ich erlaube mir das zu sagen, weil wir vor kurzem die Briefe von Frankl gefunden haben, wie es einem amerikanischen Verleger schreibt: Die Amerikaner werden mich nie verstehen, ich werde dort nie erfolgreich sein. Tatsächlich wissen wir heute, dass die Bücher sich dort, zumindest Man's Search for Meaning, ausgesprochen gut verkaufen, über 10 Millionen Mal, aber die Skepsis gegenüber Amerika und Existenzphilosophie und Psychologie, die war sozusagen offensichtlich beidseitig. Ja. All das änderte sich, und das ist auch wirklich eine Ermutigung für die unter euch, unter Ihnen, unter uns, die heute Forschung betreiben. All das änderte sich mit einem einzigen Paper, einem einzigen Artikel, 7 Seiten, ja, veröffentlicht im Journal of Clinical Psychology, in einem sehr herausragend guten Journal. Ja. Und diese Arbeit von Crumb und Mahalik hat obendrein einen wunderbaren Titel, ja, und es ist beinahe Poesie: eine experimentelle Studie im Existenzialismus. Ja, ein psychometrischer, so testtheoretischer Approach oder Zugang zu Frankls Noogene Neurose. Warum ist dieser Artikel so wunderschön? Weil experimentell und existenziell denkt man sich nicht zusammen. Es ist sozusagen unheard of, ja, und es ist noch sozusagen frivoler, noch rebellischer, ja, das in einem Flaggschiff-Journal zu veröffentlichen, in dem Behavioristen und so weiter veröffentlicht haben. Jedenfalls diese 7 Seiten, diese harmlosen 7 Seiten, scheinbar harmlosen 7 Seiten, beinhalten den PIL, den Purpose in Life Test, ja, das erste Testinstrument war, das Logotherapeuten zur Verfügung hatten, um zu zeigen, das, was wir machen, ist nicht nur, dass wir sagen, irgendwie, ja, da hat einer wohl ein Sinndefizit, sondern man kann es messbar machen. Ja? Für eine Psychologie, die vom Messen lebt, also vom Abmessen, ja, und Wägen und so weiter lebt, war das sozusagen eigentlich die erste Eintrittskarte. Ja? Und tatsächlich gehört es, glaubt es oder glaubt es nicht, gehört das Crumb und Mahalik Paper zu den von Frankl meist zitierten Arbeiten. Also wenn man seine Referenzen zusammennimmt, ja, Crumb und Mahalik sind das häufigst zitierte Paper von Viktor Frankl. Ja? Gut, ich möchte einen kurzen Exkurs machen. Ich mache ihn insofern: im Jahr 2005 war Viktor Frankls 100. Geburtstag, und David Gutmann aus der University of Haifa und ich wollten das irgendwie dokumentieren und wollten sagen, na, wo stehen wir heute eigentlich? Ja? Wo steht die Logotherapie heute? Und wir wollten für das Forum, das ist die amerikanische Zeitung, einen Übersichtsartikel schreiben über empirische Forschung zur Logotherapie. Und der Artikel wurde, dann haben wir tatsächlich ein bisschen nachgeschaut, in den einschlägigen Datenbanken, wurde immer länger. Und dann dachten wir, gut, dann machen wir einen dreiteiligen Artikel, also sozusagen in 3 Ausgaben, ja. Und der Artikel wurde immer länger, ja. Und irgendwann wurde er zum eigenen Buch, ja. Denn es gibt, und das ist interessant und etwas bezeichnend, dass Logotherapeuten selber nicht unbedingt sehr gut vertraut sind mit dem reichen empirischen Kanon, ja, auf den Logotherapeuten zurückgreifen könnten, also jetzt schon zurückgreifen könnten. Ich rede nicht von künftiger Forschung, sondern von geschehener Forschung, wie viele Arbeiten schon veröffentlicht worden sind. Ja. Auch im Hinblick auf Fragen der Anerkennung der Logotherapie ist das relevant, aber nicht nur, auch für die Debatte mit Kollegen, die vielleicht ganz andere Schulen vertreten und sich denken, ja, ihr macht nur Existenzphilosophie. Nein, das, was wir machen, trifft ja Vorhersagen über, wie wir erleben, wie wir verhalten, wenn Sinn da ist oder nicht da ist, wenn Freiheit vollzogen wird oder nicht vollzogen wird, was ja
unglaubliche Unterschiede macht. Nun, wie stark diese Unterschiede sind, zeigt eben dieses, zum Beispiel dieses Buch. Und ich mache jetzt nicht Werbung für Bücher. Wer das gerne haben möchte, schickt mir eine E-Mail, ich schicke euch das PDF dazu. Also ihr müsst es nicht irgendwie erwerben. Im Jahr 2006 waren es 620 Studien, die wir zusammenfassen konnten, die in Peer-Reviewed, also in wissenschaftlichen Journalen, erschienen sind zur Logotherapie. Ja? Im Jahr 2012 bin ich von einem amerikanischen Verleger gebeten worden, ein Follow-up zu machen, also sprich, was ist seither geschehen. Und es waren in den 6 Jahren, da muss ich mal schauen, wie das exponentiell wächst, ja? In den 6 Jahren seit Veröffentlichung des Buches 192 Studien. Ja, und Michael Thier, mein Assistent, hat jetzt letztes Jahr, Ende letzten Jahres, eine Arbeit veröffentlicht über nur die Menge der Studien, die in 2 Jahren erschienen sind, 225. Man muss nicht viel rechnen, um zu sehen, dass die Zahl der Arbeiten über Sinn und Purpose in der Psychologie, ja, folglich unglaublich exponentiell angestiegen ist. Ja. Wie sehr angestiegen ist, zeigt sich hier. Ja. Das sind von der APA, von American Psychological Association, da gibt es eine Datenbank, da kann man nachschauen, wie oft Meaning and Purpose in Studien vorkommt. Wichtig, Meaning hier ist wirklich nicht linguistisches Meaning, sondern existential Meaning, also psychologisch, das psychologische Konstrukt Sinn. Ja? Nun ist es so, eine ganze Menge der neueren Arbeiten haben Michael und ich, oder wissen Sie, hat der Michael nicht aufnehmen können, ja, oder nicht aufnehmen wollen, weil zwar Sinn und Purpose drin vorkommen, aber in einer sehr eigenwilligen Interpretation. Und zwar ist hier daran schuld, oder hauptsächlich beteiligt, die sogenannte positive Psychologie, von denen die meisten von Ihnen gehört haben werden. Im Jahr 2000 hat Seligmann auf der großen APA-Tagung bekannt gegeben, und nun kommt die Zeit, wo Psychologie sich nicht nur den Schwächen und Gebrechen und den düsteren Seiten menschlichen Daseins widmen muss, sondern wir müssen auch auf die Stärken des Menschen schauen. Und sehr bald wurde klar, nach vielen möglichen Stimmungen, und die untersucht worden sind, Zielorientiertheit, Sinnerfülltheit, Getragensein von etwas Gewolltem, also Sinn, ja, das ist das Um und Auf erfüllten Lebens. Tatsächlich ist also ein Großteil der neueren Forschung über Sinn und Erfüllung, über Sinn, kommt aus dem Lager der sogenannten positiven Psychologie. Ja. Nun muss man aber Folgendes sagen, wenn die Sinnfrage so stark, oder wenn überhaupt eine Forschungsfrage so stark in den Mittelpunkt gerät, ja, dann ist es sozusagen erfahrungsgemäß ein guter Tipp, dass die Leute, die diese Frage oft in die Wissenschaftslandschaft hineingetragen haben, das waren Logotherapeuten, das war Frankl, ja, sich nicht damit zufrieden geben, zu fragen pragmatisch, was ist der Nutzen? Denn dass der Nutzen vorhanden ist, zeigen 620 Studien, das zeigten sie schon im Jahr 2005, ja, das zeigten sie auch schon davor. Ja. Die Frage ist jetzt, man kann natürlich immer weiter und weiter forschen und zeigen, Sinn ist sinnvoll und vorteilhaft, wenn es darum geht, sich zu entfalten, wenn es darum geht, mit Leid umzugehen, also um sozusagen im Glücklichen glücklicher und im Traurigen getragener zu sein. Aber uns interessiert als Logotherapeuten, wenn man es durch und durch ist, auch aus Blickpunkt der Existenzanalyse, nicht nur die Frage, was ist der Nutzen, sondern was ist die Natur, von welchem Sinn sprechen wir eigentlich, von welcher Art von Sinn sprechen wir eigentlich. Ja? Man kann diese Frage nicht einfach ignorieren. Und hier zeigt sich etwas ganz Interessantes. Wenn die positive Psychologie in der Literatur, es erscheint jetzt demnächst eine Arbeit dazu von Leo Abrami, aber wen es interessiert, wir haben einen Artikel darüber verfasst. Es geht hierbei, also unser Sinnbegriff ist ein Sinnbegriff, der Selbsttranszendenz beinhaltet. Ja? Der Sinnbegriff der positiven Psychologie ist das Gefühl, sinnvoll zu erleben. Und der Unterschied mag klein sein und ist doch riesig groß. Ja? Das Gefühl, sinnvoll zu erleben, kann ich haben, indem ich es mir quasi einrede, indem ich überhaupt keinen Soll in der Welt erlebe. Und der Titel dieser Konferenz lautet, das Leben stellt Fragen. Ja? Die Frage der positiven Psychologie lautet, was macht mich glücklich? In beiden Fällen ist die Antwort Sinn. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie unterschiedlich der Sinn ist. Es ist nicht Selbsttranszendenz zu sagen, ich mache das, weil es sinnvoll ist, weil mich Sinn glücklich macht. Das sozusagen
das geht einen Schritt zu weit. Ja? Das ist wie der Bumerang, den Frankl gerne zitierte als Beispiel, den auch Heidegger schenkte. Es kehrt zu einem dann zurück, wenn man das Ziel verfehlt hat. Ja? Und das ist die inhärente Gefahr der positiven Psychologie. Tatsächlich zeigt sich auch eines. Im Dialog zwischen existenzieller und positiver Psychologie sagen vor allen Dingen die positiven Psychologen, ja, wir kümmern uns um Glück, Happiness, Entfaltung, Selbstverwirklichung, auch so ein, sagen wir mal, zweischneidiges Wort, Freiheit und eben Entfaltung. Ja. Und die positiven Psychologen sagen gerne uns, Logotherapeuten, Existenzpsychologen, sagen sie gerne, ja, aber ihr seid die, die mit Leid und Schuld und Tod und Sterblichkeit, Verantwortung, also sprich Freiheit und die Last der Verantwortung gegenüber der Freiheit, das Geworfensein, also wir sind ja tatsächlich irgendwie geworden und Werdende und Selbstschaffende zugleich und so weiter. Und diese Stimmen, ich muss das sagen, ich war letztes Jahr in Vancouver auf der großen Tagung für positive Psychologie und ich war einer der ganz, ich glaube, wir waren zu zweit, Leontief und ich, die Logotherapie vertreten haben. Und tatsächlich ist uns das um die Ohren gehauen worden, wie negativ, also wie sozusagen fixiert wir auf die Sterblichkeit sein und so weiter. Und was soll man da anderes antworten, als zu sagen, ja, aber der Mensch ist ja sterblich. Ja? Das ist ja ein ganz grundlegendes Faktum. Die einzige Gewissheit, ihr alle könntet jetzt träumen, ich kann auch träumen, dass ich hier spreche, aber sobald ich einmal geboren bin, weiß ich, dass ich sterben werde. Anderes gibt es keine Gewissheit. Ja? Also das auszuklammern aus einer Psychologie heißt, keine Psychologie des Menschen zu betreiben, sondern irgendeine Utopie oder was auch immer es sein mag. Ja? Nun, darüber hinaus kommt Folgendes. Glück kann tatsächlich irgendwie aus mir selber kommen. Ja? Glück, nämlich das bloße Glücksgefühl, ist auch ganz neurotransmitterabhängig und jeder weiß, wenn er ein Benzodiazepin nimmt, stellt sich nach einer halben Stunde ein wohliges Glücksgefühl ein. Das braucht gar keinen Grund in der Welt. Ja? Leid hingegen, Schuld zum Beispiel, ja? Tod und Sterblichkeit, konfrontiert den Menschen mit etwas außerhalb seiner selbst. Niemand sucht sich Leid aus, niemand sucht sich Schuld aus. Ja? Und schuldig werde ich obendrein immer im Verhältnis zu etwas oder zu jemandem. Das heißt, da ist immer bei dieser sogenannten negativen, insofern übernehme ich das gern, diesen Vorwurf, dass wir sozusagen uns auch darauf konzentrieren, dass Verantwortung habe ich auch für etwas und vor jemandem und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, die existenzielle Psychologie, und sie enthält auch Glück, das ist, glaube ich, ohnehin klar, fragt nach Mensch und Welt. Das heißt, ihr Wille zum Sinn ist eben Selbsttranszendenz. Sie fragt eben auch nach dem, worum und wofür und wozu. Ja? Oder was ich für etwas oder für jemanden tun kann oder wie ich erleben kann und so weiter. Die Positivpsychologie verbleibt sozusagen beim Menschen selber. Ja? Sie ist sowieso grenzlich, aber... ja, ich muss jetzt einen kleinen Sprung machen, weil die Zeit rennt. Aber ich möchte das doch zeigen, was wichtig ist. Robert Spähmann, den einige von euch kennen werden, ein sehr wichtiger Münchner Philosoph und darüber hinaus, ja, stellt dazu, also nicht dazu, aber in dem Zusammenhang eine sehr interessante Frage über die Psychologie des Menschen, über die Natur des Menschen. Und er sagt, was für eine Form von Interesse ist es, die wir haben, dass die letzten Tiger in Russland, die wir niemals zu Gesicht bekommen würden, dass die nicht aussterben? Warum? Was treibt er den Menschen an, ja, dass er sich dafür interessiert? Oder was für ein Wollen, ja, treibt einen Künstler an, ja, ohne Rücksicht auf seine physischen Ressourcen, sich ganz und gar einem Werk hinzugeben, von dem er ahnt, dass es kaum jemand je zu Gesicht bekommen wird, ja? Oder, und das ist eine wirklich interessante Frage, was für ein Interesse treibt uns an, dass jemand am Sterbebett, also wo er gar nichts mehr ausrichten kann und tun kann, ja, lieber eine niederschmetternde Wahrheit erfahren möchte, als mit einer tröstlichen Lüge zu sterben? Er kann nichts tun. Ja? Würde tatsächlich die Motivation des Menschen so laufen, wie es die positive Psychologie dem Menschen unterstellt, man kann es nicht anders sagen, ja? Dann sollten solche Phänomene nicht vorkommen. Aber wir alle kennen aus unserem Leben, aus dem Leben unserer Umwelt oder aus großen Vorbildern, das ist auch Teil menschlichen Daseins. Der Mensch ist tatsächlich immer auf die Welt bezogen. Und um das nicht so theoretisch sein zu lassen, das bildet sich eben im Alltag ab. Ja? Wir tun lauter Dinge. Auch das zu machen, was ich jetzt hier mache, ist sozusagen nicht Eigeninteresse und Interesse an etwas. Ja? Oder dass Sie zuhören und sich interessieren dafür, ist ja mehr als nur sozusagen ein sehr barocker Umweg, dafür zu sagen, es soll
mir gut gehen. Ja? Wen die Debatte interessiert zwischen existenzieller und positiver Psychologie und ihrem Sinnbegriff, Pinit, Russ und Netzer, die Universität von Haifa ist, und ich, haben aus diesem Grunde, weil hier einfach eine Grenzziehung notwendig ist, und eine Grenzziehung heißt immer auch ein Dialog, ja, bedeutendste Vertreter der positiven Psychologie eingeladen, ja, mit einem sehr klaren Anwurf. Wir haben gesagt, wir sind Logotherapeuten, das ist unser Modell und unsere Kritik an der positiven Psychologie, und wir haben auf der anderen Seite positive Psychologen eingeladen, zu sagen, was ihnen an uns nicht gefällt, und sie sagen, ja, es ist so viele schwere Wörter wie Dasein und Leid und Schuld und Tod und so weiter. Und so haben wir uns sozusagen getroffen, also getroffen in dem Fall in Form von Texten, und haben ein Dialogband dazu veröffentlicht. Ich will noch einmal wirklich keine Buchwerbung machen, und auch hier wieder gilt zumindest die Einleitung, und die ist ein sehr langes Kapitel, was sozusagen die Grenzen der gegenwärtigen Debatte absteckt. Da gibt es eins von der Pnenit und eines von mir, das kann ich Ihnen gerne zuschicken, mein Interesse, und ich glaube, das steckt wirklich ganz gut die gegenwärtige Landschaft ab, ja? Also müssen Sie es nicht kaufen. Wer das aber schon wusste und wer das sozusagen sehr früh in die Welt brachte und von der Welt in die Logotherapie brachte, also das ist sozusagen ein Erbe, was wir da mit uns mittragen, ja, war Max Scheler. Und Max Scheler, der eine Zeit lang in München war, und dort unter Kreppelin beobachtet hat, wie die Psychologie zum Psychologismus wurde, ganz ähnlich wie wir heute existenzielle Psychologen sagen, dass die positive Psychologie zum Psychologismus wird, ja, machte diesen wichtigen Unterschied zwischen gegenständlichen und zuständlichen Gefühlen. Ja. Ich werde das sehr kurz, ich glaube, die meisten von euch wissen das sowieso, es gibt eben diesen großen Unterschied zwischen Gefühlen, die vollständig in sich selber sind, so wie Aggression zum Beispiel. Aggression, wenn ich aggressiv bin und bloß das, dann kann ich ein Kissen schlagen, eine Tür zuschlagen, in den Wald hineinrufen oder laut Musik hören und so weiter, und der Dampf wird abgelassen. Wenn ich empört bin darüber, dass ein Diktator sein Volk hungern lässt, foltert, in Lager sperrt und so weiter, ja, dann bin ich auch aggressiv. Aber die Antwort auf diese Empörung ist nicht, dass ich ein Kissen schlage, auf das ich Seelenfrieden habe. Die Antwort ist, es muss in der Welt etwas geändert werden. Ja? Sehr ähnlich ist zum Beispiel die Depression und die Trauer. Ja? Im neuen ICD-10 und DSM-6, sind wir schon 6 oder 5? Im DSM, also jedenfalls im neuen diagnostischen Manual, wird ja Depression und Trauer nicht mehr getrennt. Ja? Aber Depression und Trauer sind unterschiedliche Dinge, obwohl sie von außen relativ ähnlich aussehen. Jemand ist antriebsschwach, in sich gekehrt, es erscheint hoffnungslos das Leben und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, Depression ist eine Stimmung und sie ist beschrieben komplett in sich selber. Ja? Ich bin depressiv. Aber ich trauere um jemanden, ich vermisse, also die Stimme sozusagen in mir sagt, ich vermisse dich. Ja, wie Frankl sagte, in der Trauer lebt die Liebe weiter. Ja? Und Liebe ist ja auch immer meint jemanden oder etwas. Ja? Mit anderen Worten, diese Unterscheidung, ja, ist womöglich auch der Schlüssel, der uns helfen wird, die positive Psychologie, die ja momentan ein aktueller Forschungstrend ist, und die existenzielle Psychologie zusammenzuführen. Ja? Mit anderen Worten, zu versuchen, den Willen zum Sinn wieder einen Willen zum Sinn sein zu lassen und nicht nur einen Willen zum Glücksgefühl, indem man halt eine neue Agenz gefunden hat, neben Selbstbehauptung und so weiter, ist jetzt auch Sinngefühl vorteilhaft, auf die Glücks-, auf die Habenseite des Lebens sozusagen zu kommen. Ja? Nun ist es vielleicht zu sagen, die Forschung weiß es, jeder von uns weiß es und die weiße Literatur weiß es auch. Ja? Das Abhängigmachen von Glücklichsein ist jenseits davon, dass die Welt aus den Augen verloren wird, was nie eine gute Idee ist, ja? Auch fürs Überleben, das ist nicht sehr adaptiv, die schafft eine ganz eigene Form von Determinismus. Und diesen Determinismus erleben wir seit der sogenannten transpersonalen Wende, nämlich Gefühle sind wichtig. Welche Gefühle sind am angenehmsten? Gute Gefühle. Also wählt der Mensch letzten Endes nichts anderes als gute Gefühle. Und das ist sozusagen die Zusammenfassung aller bisher bestehenden Modelle, zu sagen, egal was die Ursache ist, aber es ist, ich strebe nach Glück, nach dem Glücklichsein genau genommen, über, und X ist das Glück. Alles ist der Weg dorthin. Das kann
sein Sinn, das kann sein Selbstbehauptung, Macht, Sex, Geld, was immer es ist. Ja? Aber am Ende ist der eigentliche Motivator sozusagen das Angetriebensein vom Glück. Und das schafft eine ganz eigene Form von Glücksdeterminismus. Ja? Menschliches Leben ist bestimmt dadurch, und neurobiologisch zu sagen, dadurch, dass die Amygdala, jenes kleine Mandelkernchen im Gehirn, ja, und sozusagen ausreichend Endorphine, das ist sozusagen die Grundlage unseres auch physiologisch erlebten Glücksgefühles, ja, dass das ausgeschüttet wird. Was sozusagen der Trigger ist, was das auslöst, ist absolut sekundär, ja, weil die Welt aus den Augen verloren wird. Anders gesagt, ja, das Subjekt tritt in den Mittelpunkt und das Objekt wird verloren. Das Objekt ist die Welt. Ja. Nun ist der Mensch aber ein offenes Wesen, wir haben zwei freie Hände, ja. Wir haben relativ gute Sinne, und zwar auf allen, also sehr viele, fünf Stück gleich. Ja. Das heißt, der Mensch ist womöglich konstruiert auf etwas anderes hin. Und jetzt will ich Folgendes als These vorführen und auch zur Forschung einladen hierzu. Nicht der Affekt, nicht das Gefühl, sondern die Gründe für das Gefühl, ja, sind der Schlüssel zur Welt. Frankl sagt ja oft, wenn es ums Glück geht, vergeht es einem auch. Er sagt das sozusagen in Bezug auf die Intention. Ich will es versuchen in Bezug auf die Erkenntnis. Ja, wenn ich nur das Gefühl verstehe und verstehen möchte, verstehe ich nichts über die Welt, weil ich ja nur beschreibe die Reaktion. Ja, ich beschreibe sozusagen nur das Echo, ohne das zu beschreiben, was das Echo ausgelöst hat. Ja, aber wenn ich eine gute Psychologie betreiben möchte, dann kann ich das Subjekt nicht aus der Welt herauslösen, ja, und sagen, das allein interessiert mich, nur Erleben und Verhalten, alles andere ist unwichtig. Nein, der Mensch ist ja eingebunden in größere Zusammenhänge. Der Mensch ist ja eben dieses Wesen, was sich kümmert um Tiger in Russland, die er nie zu Gesicht bekommen wird, der Wahrheiten erfahren möchte, wo er nie etwas ändern wird können und so weiter. Ja? Das heißt, die Welt als wirklich die Welt, ja, ist das Universum, muss Teil einer guten Psychologie sein. Ja? Alleine schon deswegen, wenn nichts anderes überzeugt, weil wir zu 8